Jo, moin Leute, willkommen zu diesem Video. Da steht so ein Caddy und der kriegt da so einen Agrarhaken dran. Also müssen wir nochmal ein bisschen Auto ausräumen, wie man das sieht. Und ja, aufgebockt haben wir ihn hinten. Es würde sicherlich auch mit Rampen gehen. Wenn man richtig wild ist, geht das vielleicht sogar auf der Erde, wenn das Auto hoch genug ist an sich. Aber ich bocke ja immer lieber auf. Ich nehme auch die Räder runter, umso besser kommt man an die ganzen Schrauben ran. Für mich ist das kein Problem, aber es geht auch. Definitiv ohne Räder runternehmen. Hallo? So, angekommen hier. Wir haben jetzt Rad runter. Haben wir gleich zeigen können. Also da gibt es auch verschiedene Ausführungen mit zwei oder drei Schrauben. Jedenfalls alles, was hier in dem Bereich an Schrauben ist, raus. Und dann unterm Auto. Hier die beiden und diese und auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Und dann müsste er eigentlich los sein. So, jetzt haben wir die Stoßstange runter. So, da war jetzt ein merkwürdiger Schnitt. Wir haben nämlich in der Zwischenzeit, hatten da schon viel zerlegt, weil wir hatten einen universellen E-Satz, was wir aber bei dem noch nicht auf dem Schirm hatten. Haben wir echt gedacht, der hat noch keine Kammlosgeschichte. Hat er aber leider schon. Das heißt, wir brauchen definitiv einen spezifischen, weil es ansonsten immer zu Fehlermeldungen kommt. Und der muss dann eben auch quer durchs Auto an Sicherungskasten gelegt werden. Ist immer das Tolle bei dem Hersteller. Ja. Gut, wir machen aber mit der Anhängerkupplung an sich dann trotzdem weiter. Das andere machen wir dann eben beim nächsten Mal. Das ist aber dann trotzdem in diesem Video. So, jetzt gucken wir mal eben in die Anleitung der Anhängerkupplung, was wir auch vorhin schon hätten machen können. So, also nochmal zur Info. Wir basteln das jetzt mal eben hier hin. Wir machen das mal eben anders. Wir machen mal eben einmal, weil wir jetzt ja ein bisschen mehr auf unten arbeiten, machen einmal so und machen euch noch ein bisschen höher. Ne, eigentlich war so ganz okay schon. Okay. Wir legen uns jetzt einmal alles parat mit Schrauben, welche wohin gehören und so weiter. Das ist ja alles in so einer Anleitung immer wunderschön aufgelistet. So. Schauen wir mal. Das da muss in den Müll. Ja, der Stoßstangträger, der kommt weg. So, also eigentlich kommen nur noch, die Dinger kommen da gleich rein. Jetzt muss ich mir eben wieder meine Lampe haben. Lampe Luva. Wir kommen von unten, ja, einigermaßen ran an die Schrauben. Andere Seite wird dann ja gleich sein. So ein bisschen die Blattfeder davor, aber das kriegt man hin. Also die werden hier reingeschoben und dann sind ja hier die beiden Schraublöcher, Gewinde, das wird von unten verschraubt und das war es dann schon. Also einmal Schrauben vorbereiten und dann stecken wir den ganzen Scheiß zusammen. Und da kommt überall Schraubensicherung rein. Hier wird hier schon mal parallel der Stoßstangträger ausgebaut. Wenn wir es richtig sehen, da sind das nur hier noch zwei Torx-Schrauben, vermutlich 27er Torx. Ich würde mal einen Knarren nehmen, wahrscheinlich, oder wie das zu drehen. Ja, so geht's nicht, aber ja, sonst nimm 27er Torx in den Schlag. Dann schrauben wir den nämlich wahrscheinlich auch. Ne, das wird nichts. Den müssen wir dann später von unterm Auto müssen wir das dann hier verschrauben. Hier geht der Halter dran für die Stoßstange. Das müssen wir dann von unserem Auto machen gleich. So, einmal alle Schrauben sortiert. Jetzt geht es noch daran, wie man das ja hier sehen kann. Warte mal, wo könnt ihr das sehen? Ah, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann auf dem Video, aber. Ist natürlich alles erst fertig gemacht, Gewinde geschnitten und so und dann lackiert. Ist immer Kacke. Einmal Gewinde nachschneiden.
So, also alle Schrauben jetzt parat hier hingelegt. Und jetzt ist das eigentlich kein Hexenwerk mehr. Wie gesagt, die jetzt einmal rein und ansetzen, schon mal von unten. Beziehungsweise eigentlich können wir genau andersrum. Wir können erstmal den innen festmachen. Da werden wahrscheinlich die originalen Schrauben wieder für genommen. Das habe ich nämlich jetzt gar nicht gesehen. Ja genau, dann nimmst du die originalen Muttern wieder für. So, wir haben jetzt alle Schrauben angesetzt. Wir haben jetzt nur das Problem, dass die Schraube hier von unten, die hintere, dass da der Halter von der Blattfeder im Weg ist, um da mit der Nuss raufzukommen. Das heißt, die können wir nicht mit Drehmoment anziehen, dafür jetzt extra einen Halter abbauen, sehe ich nicht. Die kriegt, das ist M12, 83 Newtonmeter. Das kriegt man mit dem Schlüssel hin. Und wenn das ein bisschen mehr ist in dem Fall, ist auch halb gedreht. Jetzt sehen wir die anderen M12, 83 Newtonmeter. So, die Stoßstange wird jetzt mit genau den gleichen Klammern wie original befestigt da unter. Wir haben jetzt neue genommen, weil es nicht mehr geht. Das sind einfach so Blechmutterklammern. So, diese hier. Mach mal ein bisschen Fokus hier. Haben wir hier noch irgendwo mal... Hallo? Da, so diese Dinger sind das. So, also auch hier sind so ein paar Schraubis und Gedönse dabei. Das ist in dem Fall eine von hinten gesteckte, die wird ja so da so irgendwie hinkommen. So, auch da gleich nochmal im Drehmoment, aber ich muss jetzt nochmal so. Dann ist an dieser Stelle einmal kappt und wir machen dann mit dem, wenn wir den E-Satz da haben, weiter. So, dann wollen wir mal weitermachen hier mit E-Satz einbauen. Wir haben uns jetzt einen passenden besorgt. Da sind diese da. Kann mich gerne mal einer aufklären. Also wir haben den Hersteller gekauft. Gekauft, Betonung, ne? Also, ne? Alles bezahlt. Warum steht auf der Steckdose der Hersteller? Also... Finde ich jetzt interessant. Sie haben aber zwei unterschiedliche E-Sätze. Der von Jäger, der ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen geiler, ist aber deutlich teurer gewesen. Weil der geht so auf halber Höhe vorm Vordersitz. Da geht er erst in den Innenraum. Und wir müssen jetzt hier den ganzen Innenraum zerlegen. Aber gut. Für das, was da an Anschaffung gespart wurde, kann man auch mal ein bisschen arbeiten. Ja, wir legen mal los. Ich stelle euch gleich erstmal eben wieder hier zur Seite. Und guck mal, ob wir die Stoßstange überhaupt abbauen müssen. Haben wir, glaube ich, gar nichts zu gesagt wegen Anbauen. Einfach umgekehrte Reihenfolge und ja, dann sind Befestigungspunkte sind am Kupplungsträger dran. Also alles gut. Ich stelle euch hier mal zur Seite. Er geht auf jeden Fall hier auf dieser Seite unten rein. Das zeige ich dann auch gleich nochmal eben. Ich muss selber erstmal eben gucken. So, wir haben gerade festgestellt, das Ganze wird noch später erst fertig werden, weil der in diesem Fall tatsächlich mal ein Dauerstromleitungssatz mit angeschlossen wird für den Wohnwagen. Da kommt er dann beim E-Satz hier mit ran und ja, der muss auch komplett bis nach vorne gelegt werden, sind wir uns ziemlich sicher, gucken gleich aber nochmal nach.
wird ja auch bis an den Sicherungskasten gehen. Das heißt, wir wollen nicht dreimal das Auto zerlegen. Ne? Eher ungern. Muss nicht sein. Wir gucken einfach mal, wie weit das Kabel nachher reicht. Und bis dahin, ja, ist halt so. So, aber ich brauche euch gar nicht mit unter das Auto nehmen, um das zu zeigen, wo das Kabel reingeht. Das sieht man hier auf dem Bild sehr, sehr gut. Das ist, also wirklich hier von innen, ne, rechte Seite hinterm Rad, das ist eigentlich sehr gut zu erkennen. Da gehen wir in den Innenraum. Das heißt, wir nehmen, ja, hier soll man das ganze Seitenpanel abnehmen, aber das hat der ja so in der Form nicht. Nee, der hat eine richtige Seitenverkleidung, nicht nur ein Panel. Genau. So. Wir schaffen uns hier erstmal Platz. Also, diese Seitenverkleidung. Ups. Sorry. Schraube da. Schraube da vorne. Glaube ich, dann war's. Ich glaube, dann ist sie nur noch geklipst. Der hier muss wieder ab, das hatten wir ja schon. Also, diese Seitenverkleidung. Ups. Sorry. Schraube da. Schraube da vorne. Glaube ich, dann war's. Ich glaube, dann ist sie nur noch geklipst. Der hier muss wieder ab, das hatten wir ja schon. Also Steckdose da. Dann Kabel, kommt das Kabel da. Ja, ich muss mal eben selber das Licht nehmen hier so. So. Dann haben wir da zweimal festgemacht. Und da oben geht es rein. Wir werden jetzt hier die Kante und auch hier die Kante. Da kommt noch Kantenschutz drauf zur Sicherheit, damit das nicht so scheuern kann da am Blech. Und vorher nochmal mit Zinksprühe bearbeiten oder sowas. Ja, irgendwie so. Und jetzt, achso, jetzt kommt das da hoch. Hier so. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie das durch den Rest des Autos verlegt wird. Auf jeden Fall ist da einmal hier der Massepunkt, wo die dann raufgeschraubt werden. Ja, hier wird die Box angeschlossen, die wir dann auch hier irgendwo verstauen. Also, ja, wir müssen dann jetzt einfach erstmal wieder unterbrechen, bis wir den anderen Kabelsatz da haben. Mal wieder. Aber sonst wäre es ja auch langweilig, wenn es einfach mal geklappt hätte. So, dann nehmen wir mal den dritten Anlauf für den E-Satz. Wir haben die Sitzbank schon hochgeklappt, wir werden die ganz ausbauen. Wir müssen mal gucken, wo wir hier überall langlegen wollen, können, tun müssen. Hinten den Abschluss wieder raus und gucken mal, ob wir den Bodenbelag so hochkriegen dann. Ja, die raus. Wir werden auch noch den Fahrersitz ausbauen. Das wird man nicht müssen wahrscheinlich. Wir machen es aber aus Bequemlichkeit, weil man dann unterm Armaturenbrett leichter arbeiten kann nachher. Ärzchen. Jetzt gucken wir mal eben, was das hier ist. Ich tippe auf M10 Vielzahn. Die beiden Schrauben. So, und den Dämpfer, den sollten wir als erstes mal eben machen. Nochmal am unteren Ende einfach den Clip, das ist wie ein Kofferraumdämpfer. Genauso, meinen kleinen Schrillitz-Schraubendreher und dann. So, wir holen euch nochmal eben ab. Also wir haben jetzt diese Leiste noch hier wieder weggenommen, ne? Das kennt ihr ja schon, da und da auch die Verzurrösen. Der Plan ist in diesem Fall, weil wir hier, also theoretisch ist es wahrscheinlich so gedacht, dass man hier hinten einfach lang geht. Wir haben aber, also jetzt hier raus, da runter, das ist Kacke. Wir holen diesen Kabelstrang, den man gerade überhaupt nicht sieht, weil es total dunkel ist, warte mal, Licht. Dem Kabelstrang folgen quasi und wollen dann wahrscheinlich entweder hier hinter oder hier vor, je nachdem wie wir da am besten hinkommen. Das heißt, wir nehmen jetzt von hinten quasi den Teppich hoch. Dafür muss die Verkleidung noch raus. Das ist genauso wie die andere Seite. Nur, dass man hier einen Stecker mehr hat für die Lampe.
so, so. Sehr also hier schön. Oben sind vier Clips, einer ist drin stecken geblieben, den pullen wir dann mal raus und jetzt hast du den Clipheber weggebracht. Also beide Sitze raus und wir nehmen den ganzen Teppich hoch, weil wir da ja so viel Spaß dran haben. Woohoo! Also wir haben ja das übrig gebliebene Ende, wissen wir ja, noch vom letzten Mal, warte mal, das war irgendwo abgebildet. Zeige ich euch gleich. Hier. All dieweil, das ist ja diese Stecker hier, ich hoffe man sieht das. So, da haben wir das Gegenstück zu, jetzt müssen wir noch rausfinden, was von dem Kabelsalat und, oder diesem Kabel, das hier tendenziell nicht. Rot-blau, gelb. Was da rein muss. So, also jetzt haben wir hier diese beiden wunderschönen Pins. Das heißt, wir brauchen gleich abisolierte Zange. So, das ist also dieses Kabelende. So, ich hoffe, mit der Geräuschkulisse im Hintergrund geht das ja einigermaßen. Das haben wir jetzt richtig. Dann gehen wir zum nächsten Schritt weiter. Der da wäre, das muss zusammen. Okay. Das, was hier aus dem rauskommt, zusammen mit dem. Das. Hier ist nochmal Masse. Warum auch immer hier nochmal Masse sein muss, aber okay, alles gut. Das und das. So, genau, dieser hier ist nämlich über. Der ist in dem nicht belegt. Also, das ist, ich habe euch zwar ähnlich hier. Also, in dem Stecker ist das nicht belegt. Geht aber zur Steckdose, haben wir ja vorhin durchgeklingelt. Mit diesem Anschluss, mit diesem Kabel hier. Das heißt, das muss schon gar nicht mehr nach vorne. Das muss also nicht angeklemmt werden. Es sind also nur gelb und weiß-braun ist es. Und da muss ich jetzt rausfinden, was auf welchen Stecker kommt. Bild 1. Ja. Aber das wird ja wohl Farbe auf Farbe sein. Logischerweise, klar. Weil gelb ist ja braun, braun-weiß ist ja die Masse. Genau. So, also einfach nur gucken. Einmal den Stecker halbwegs zusammen hier. Ach, genau, andersrum natürlich. Also gelb nach da. Gelb. Braun-weißes Masse ist unten. So. Da zusammengesteckt. Kann dahinter mit verschwinden. Zeige ich nochmal schnell. Da jetzt zusammengesteckt, Farbe auf Farbe. Masse kommt da oben gleich noch mit dran. Da. Dann muss da das Relais, was dabei ist, rein. Das liegt hier noch irgendwo. Hier. Das Relais kommt da gleich rein. Das passt auch nur in einer Richtung. Das heißt, dieses ist über. Das werde ich also gleich einfach wegschneiden und das Ende isolieren. Und dann muss nur dieses Ende vorne noch irgendwo auf Dauer Plus. Da werden wir mal gucken, was da so an Platz ist. Wie das so gedacht ist. Wenn wir vorne angekommen ist mit dem normalen Kabelbaum. Weil das hätte man, eigentlich hätte man dafür auch das vorsehen können. Weil das werden ja genau die gleichen sein, alles hier. Das hätte man alles anders machen können. Aber gut.
So, also wo das Relais befestigt wird, muss man dann eben jeweils gucken, was hier noch wohin kommt nachher vom Wagenheber und sonst was. Auf jeden Fall festmachen sollte man das, weil sonst klödert das logischerweise, ne? Vielleicht hier. Ja, geht auch da vorne hin. Da dürfte eigentlich nichts im Weg sein. Ich tüdel euch hier nochmal wieder hin irgendwo. Da ist Kacker. Nee, Kacker ist bei uns stinkt immer noch. Das dann unten draußen ist, man ist auch braun und stinkt manchmal. Ist aber keine Kacker. Nein. Hat er ein Loch zum Anschrauben? Ja. Hat auch eine Schraube zum Anschrauben? Ich weiß ja, wo Schrauben sind. Ha? Da ist das relativ ungewöhnlich. Wir nehmen das hier oben hin. Also wir gehen jetzt an dieses Loch. In dem Fall ist, hier sitzt ja keine Verkleidung bei dem. Nicht das unter, am unteren, dann würde nämlich hier an dem Holm das Relais klappern. So. Dann haben wir aber schon mal wieder einen großen Schritt geschafft. Und oh mein scheiß Licht. Okay, ISO regelt das heute nicht so. Ja, wir nehmen ihn hoch. Ich guck gerade selber. Nimm mal die Kabelkacke da weg. Was machen wir uns das eigentlich so schwer? Wir haben alles auseinandergerissen und nutzen es. Weißt du, ja. Also das ist mir auch gerade so aufgefallen. Was stimmt mit dir nicht? Vieles. Ja, stimmt, du arbeitest bei der MAPA. Ach, kacke, ich auch. Ach, Quiz. Das wird ja aber schlimmer. So. Kicken Sie mal! Hey, wir können ein Kabel da lang legen. Aber halten Sie mal hoch. Wir machen dann nochmal sauber. Also vielleicht auch nochmal eben für euch, ne? Das ist ja das ist Kabelbaum von der Anhängerkupplung, der so dabei war. Das ist der zusätzliche. Dieses rot-blaue Kabel wäre das, was für die eine Dauerstromversorgung oder für die Dauerstromversorgung ist, was da noch, wo das andere Ende noch hätte mit eingepinnt werden müssen bei dem Stecker, was ich jetzt ja noch abgegriffen habe, weil in dem Stecker ging es nicht weiter. Aber dieses hier hat direkt Durchgang zu dem Anschluss an der Steckdose selbst. Das heißt, im Prinzip ist das Kabel das gleiche und deswegen brauchen wir dieses Ende auch gleich nirgendwo anschließen. Diese beiden werden auch identisch sein. Da werde ich auch nochmal gucken, wie wir das machen. Dass wir die irgendwie zusammen vertüdeln tun. Und dann schauen wir mal. Bevor du was abgibst, dann gucken wir lieber gleich nochmal vorne in den Sicherungskasten, wenn wir da soweit sind. Ja, gucken wir dann. Nicht, dass die nämlich doch da beide reingesteckt werden müssen irgendwo. Das kann ja sein. Also dieser hier kann auf gar keinen Fall. Der ist über. Den haben wir auf diesem Ende auch nicht angeschlossen. Ja. Ne? Diesen, das kann sein, ob da irgendwo Platz ist. Beziehungsweise der ist ja so gedacht, dass du direkt an eine Batterie und damit Sicherung. Mhm. Aber da gucken wir, vielleicht ist da, ich muss mir die Dauerplusfaserteilung da vorne mal angucken. Weil das ist es, steht ja, also für den steht ja extra beschrieben Klemme 30, also einfach nur Dauerstrom. Ja, mir ist da erst im Nachhinein aufgefallen, dass jetzt ja die Stromaufnahme an der einen Sicherung theoretisch viel höher ist, also wenn da beide roten Kabel drauf sind. Wir hätten aber ansonsten definitiv an die Batterie gehen müssen mit den vorhandenen Kabeln und Pins, da der am Zusatzkabelbaum der Pin eben nicht geeignet war, um ihn am Sicherungskasten mit einzupinnen. Gut, das Schlimmste, was jetzt in diesem Fall passieren kann, ist, dass eine Sicherung durchbrennt. Das war es uns eben nicht wert, den ganzen Scheiß bis in den Motorraum zu legen. Das ist nämlich echt viel Arbeit. Man könnte natürlich jetzt die passenden Pins besorgen und das zweite rote Kabel auch auf eine einzelne Sicherung legen.
ohne Teilenummer für diesen Pin kriege ich bei VW aber höchstens so ein Reparaturkabel und die sind halt schweineteuer. Falls ich die noch irgendwo herbekomme, diese Teilenummer, werde ich die in der Infobox ergänzen und vielleicht auch nochmal einen Kommentar in das Video setzen und dann eventuell halt im Auto auch nochmal ändern. Ja, also wenn ihr auf absolut Nummer sicher gehen wollt mit den vorhandenen Sachen, dann müsst ihr das zum Kabel vom Zusatzkabelbaum an die Batterie anklemmen. Also müsst ihr euch irgendwie da durcharbeiten. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Also das ist alles fertig. Wir müssen jetzt bis nach vorne. Jetzt ist die Frage. BSG 1, BSG 2. Bordsteuergerät 1, Bordsteuergerät 2. Wir müssen gucken, was für ein Bordsteuergerät da ist gleich. Das heißt, wir müssen jetzt vorne unter das Armaturenbrett. Tendenziell bauen wir dafür den Sitz raus. Weil da so sich von der Seite rein verdrehen, ist einfach scheiße. Achso, also der Sitz, das sind 4 Schrauben vorne und hinten. Ich will mal schnell zeigen. Ja, da ist, wir brauchen Licht. Da ist eine. Auf der anderen Seite da genauso. Und vorne ist das eben auch da. Das ist alles ein bisschen fummelig. Ein Kabelstrang hier ausgeklipst. Also ich will die komplette Schiene mit weg haben. Könnte ja auch einfach nur den Sitz hier, nur hier oben. Aber dann habe ich hier diese Querstrebe. Das macht es ja auch nicht bequemer. Ja, dann muss ich gleich nur noch gucken, wie ich den Stecker abgepinnt kriege hier. Hat er Airbags im Sitz? Hat er Sidebags? Ja, hat er. Also dürft ihr nicht, ne? Also, ne? Muss Fachmann machen. Ich darf das auch nicht, ich mache das auch nicht. Achso, nee, mein Kumpel, der in der Werkstatt arbeitet und mich vor die Kamera will, der kommt gleich und macht das. Batterie ist ja schon abgeklemmt. Sagst du dem mal Bescheid, dass er herkommt? Also natürlich muss der Sitz nicht raus, ne? Das ist alles reine Bequemlichkeit meinerseits. Falls ihr das macht, baut erst den Sitz von der Konsole und dann die Konsole selber raus, jeweils 4 Schrauben. Man kann dann einfach viel besser unter dem Armaturenbrett arbeiten. Ja, wie gesagt, theoretisch dürfte ich es selber nicht. Ne? Ich habe es natürlich auch nicht selber gemacht. Airbag und so, vorsichtig sein. So, bippidi-bappidi-bu, ist der Sitz ausgebaut. Danke nochmal dafür, Kollege. Jetzt ist das noch im Weg. Jetzt müssen wir mit dem Kabelstrang ja hier noch unterlang. Da ist ja alles kein Problem. Dafür muss aber die Einstiegsleiste quasi noch raus. Dafür muss der Haubenzugdöns da entriegelt werden. Das kann ich aber gleich zeigen, am besten, wenn es draußen ist, weil das ist schwierig sonst darzustellen. Also man muss da so hinter, aber ich zeige das gleich. Diesen hier muss man da einfach nur so rausziehen, der geht nicht ganz raus, ne? Und dann kann man den, aber das ist quasi so eine Art Kugel, hinter die dieses Teil hintergreift. Und zum Zusammenbauen, also wenn man den wieder einbauen will, einfach nur wieder zusammenstecken hier, fix und fertig, und einfach nur draufdrücken, fertig. Kein Hexenwerk. Jetzt ist da noch ein Clip. Dann muss die Abdeckung vom Sicherungskasten und die eine Verkleidung seitlich am Armaturenbrett noch rausgeklipst werden. Dahinter ist dann noch eine Schraube für die Einstiegsleiste. Und dann die Verkleidung links unterm Lenkrad, wo Lichtschalter und so drin sitzen, die noch ausklipsen, Lichtschalter abstecken, OBD-Anschluss ausklipsen. Aber steht ja auch drauf, dass die Teile alle raus müssen. Die Verkleidungsteile. Steht das da? Oh ja. Hey, wir haben sogar nicht mal zu viel ausgebaut. Geil. Außer den Sitz. Ja, Sicherungskasten nur abschrauben, würde ich behaupten. Wir haben Methode 1. Wir haben Bordsteuergerät 1, das habe ich auch so erwartet. Also, wir sehen jetzt hier wunderschön das Bordsteuergerät. Ich habe ja noch gesehen, den Sicherungskasten abgeschraubt. Da sind ja nur 2 Schrauben. Und dann steht in der Anleitung, die ich jetzt langsam verstehe. Ich bin stolz auf mich, sowas ist ja eigentlich absolut nicht mein Fachgebiet. Stecker G muss raus. Oh, hier, Stecker G. Den
versuche ich da jetzt mal so einhändig rauszufriemeln, was nichts werden wird. Vor allen Dingen nicht mit links. Hä? So ist er drin. Nimm mal, also der muss da raus. Wir fummeln das mal eben raus und dann muss da was umgepinnt werden. Dann das zeigen wir euch, wenn wir das gemacht haben. Mach mal. So, liebe Kinder, es ist ganz einfach. Man muss nur, da steht ja auch für Dumme, steht ja auch zum Beispiel da auf und zu. Man muss diesen da, der muss, also so ist er zu und so ist er auf. Und dann eben die Nase drücken und dann kann man ihn rausziehen. Okay, jetzt müssen wir da gucken, kriegen wir hier irgendwo ein bisschen mehr Kabel raus? Schwierig gerade. Ja, jetzt müssen wir da in Ruhe gucken, was wir da umpinnen müssen. Das steht ja alles in der Anleitung da beschrieben. Da muss man das da irgendwie rausfriemeln. Also wir haben hier 14 ist Stecker raus, 15 orange-braun, orange-grün muss raus. Und dann kommt unser orange-grün, orange-braun, die kommen da wieder rein. Genau. Rot-schwarz bleibt über und dieser Stecker bleibt über. Ey, das passt ja auch noch genau. Unfassbar. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir da Pin 8 und 7 rauskriegen. Ja, das wird jetzt fummelig. Wir melden uns später. So, wieder. Da hinten ist wieder Krach. Ja, es ist erfolgreich ausgepinnt. Und zwar, dieses steckt ist quasi um den Stecker rum. Also der steckt da so rum. Ich will mal gucken. Ja, so rum da drin. Quasi, ne? Moment. So, den habe ich dann so darunter. Und zwar einfach nur. Ups. Da oben die Lasche und dann kann man den zur Seite rausziehen. Und dann, jetzt muss ich mal gucken, dass ich euch hier so hinstelle, dass ich das demonstrieren kann. Mit ein bisschen Fokus. Pin 7 und 8 sind das. Die Farben passen halt auch alle. Und einfach hier, kann man nicht gut sehen. Einfach hier den ganzen Pin etwas reindrücken und hier ist die Verriegelung. Ich kann es jetzt mal einfach beim nächsten versuchen. Ein bisschen reindrücken. Ich habe jetzt hier einfach so eine schöne, was ganz Spitzes hier, das ist meine Reißnadel. Dann kann ich den auch schon ein bisschen hochschieben. So, käme ja schon raus, aber den wollen wir ja gar nicht. Also, und der wird dann einfach nur wieder reingeschoben und fertig. Ne, ich versuche nochmal. Alles gut, Hund? Ja, mit dem Hund ist alles gut. Ja, ist ganz schwer, weil das so klein ist alles. Seht ihr ja, wie klein das ist im Vergleich zu meinen Pfoten. Ja, aber das geht eigentlich sehr einfach. Wenn man eben wirklich was, das ganz Spitzes hat, das geht ausgezeichnet. Ansonsten ein Draht anschleifen vorne oder so geht vielleicht auch ganz gut. Und jetzt geht es dann mit der Anleitung weiter, beziehungsweise jetzt. Das Kabel liegt natürlich ja noch da. Jetzt gehen wir mal mit dem Kabel bis hier hin. Einfach dem anderen Kabelbaum, dem originalen, folgen. So, sind wir damit schon hier. Das hier wäre ja theoretisch das Ende, was dann in den Motorraum soll. Aber wir gucken erstmal, da habe ich jetzt noch nicht weiter geguckt, wo man den normalen Anhängerkupplungskabelbaum. Ja, was ist los? Wo man den anklemmt, und dann klemmen wir das damit an. Also, jetzt geht's dann weiter. Jetzt muss ich von diesem Kabelbaum entsprechend die gleichen Farben ja haben, ne, oder? Also Pin 7, 8 raus, dann E-Satz Orange-Grün Pin 8. Genau, gleichen Farben wieder rein vom E-Satz, also Pin 8 ist
Orange-braun und Pin 7, nee, orange-grün zu Pin 8. Orange-grün. Pin 8. Moment, bevor ich jetzt reinstecke, gehe ich erstmal. Will ich das noch irgendwo hinterlang legen, dass ich da irgendwo rum muss? Nein? Alles gut. Ansonsten wissen wir jetzt, wie schnell und einfach das ausgepinnt ist. Nochmal Kontrolle, orange, braun, Pin 7. Jetzt müsst ihr am besten wieder eurer Anleitung vom E-Satz folgen, welcher Pin aus welchem Stecker raus und wo wieder rein muss. Das wird zwar bei den verschiedenen E-Sätzen grundsätzlich gleich sein, logischerweise, weil es natürlich im Auto liegt, aber es ist eben noch einfacher, wenn ihr da auf diese Bilder guckt, anstatt hier das nach meiner Erzählung machen zu wollen. Das Ganze war nämlich ziemlich langatmig und zwischendurch mal wieder was gesagt, aber ich wollte ja auch keine 15, 20 Minuten Gelaber so im Video lassen, wo ich ja alle 2 Minuten oder so mal was sage. Das war irgendwie Quatsch. Also Leute, wir haben jetzt also Kabel bis hier vorne, ne, das hatten wir alles schon, weil da unten ist ja schon alles fertig. Jetzt haben wir ja noch das Ding, das dieses hier ist der Zusatzkabelbaum für ja, Dauerstromversorgung an der Anhängersteckdose. Den sollte man ja eigentlich in den Motorraum legen und dann an die Batterie anklemmen und auch also dieses Ende und dieses Ende quasi. Das ist aber Quatsch, weil wir müssen, also dieses haben wir ja schon festgestellt, ist über das blau-rote, weil ist dieses Kabel. Das andere, rot und rot, ist wieder auch wieder das gleiche, bekommt beides Dauerstrom. Und da das vom normalen Kabelbaum einfach am Sicherungskasten mit angeschlossen wird, habe ich das kurzerhand hier verbunden, verlötet, Schrumpfschlauch drüber und nochmal ein bisschen Tape. Und das kommt einfach nur an Sicherungskasten und man spart sich die ganze Scheiße bis, in bis nach vorne liegen. Mittlerweile haben wir festgestellt, wenn wir gleich richtig nachgedacht hätten, hätten wir dieses Kabel nicht gebraucht. Beziehungsweise wenn wir gewusst hätten, wenn wir nur die Anleitung gehabt hätten, hätten wir das festgestellt schon. Wir hätten das Kabel nicht gebraucht, wir hätten das hinten alles uns abgreifen können. Gut, jetzt ist das so, jetzt machen wir das so. Also Sicherungskasten ausbauen waren ja auch nur die 2 Schrauben. Jetzt muss diese Verkleidung irgendwie zur Seite weggehen. Und ich weiß noch nicht genau wie. Kann man sie einfach nur ziehen? Muss da irgendwas entriegelt werden? Ich weiß es noch nicht. Also, ja, Viertelsekunde später. Hier ist er, da kann man, und auf der Rückseite ist das gleiche, reindrücken und dann ist die Abdeckung schon weg. Jetzt brauchen wir nur noch, auf welche Pins wir müssen. Muss ich mal eben hier so gucken. E-Satz, rot 30 plus, freie Klammer, 15 Ampere Sicherung. Ja, irgendwas, was da frei ist, okay. Wir gleich mal eben gucken, also irgendwas, was ja, Dauerstrom versorgt ist, gucke ich mir gleich raus. Genauso rot-blau. Die kriegt 20 Ampere. Und dann ist das Thema schon gegessen. Das heißt, ich muss jetzt mal eben gucken, was hier Dauerstrom sein könnte. Vermutlich alles, was oben ist. Alles, was im Zweifel immer das, was mit dem roten Kabel ist. Hoffen wir mal. Da irgendwas beschrieben. Aber das ist im Allgemeinen, ist es das. Wir können einfach mal, wir machen gleich mal eben eine Durchgangsprüfung von hier zu dem Kabel, was zur Batterie geht. Wenn das so Durchgang hat, hier ohne alles, dann ist das Dauerstromversorgung. Meistens ist es aber so, rot ist Dauerstrom, weil es ist auch viel dicker und das hier ist dann geschaltetes Plus. Also gehen wir einfach stumpf. Hier sind 2 freie, also bis hierhin ist das quasi belegt. Das kann man auch dann von vorne sehen, wo, nee, kann man nicht gut sehen. Ja, da stecken wir von hinten die Pins einfach rein, von vorne Sicherung und dann ist das Thema erledigt. Also zeigen wir euch das gleich, wenn das fertig ist nochmal. Dann kann man das besser verstehen. So Leute, also es ist hier fertig. Wir haben auch schon einmal kurz getestet. Wir zeigen euch das auch gleich nochmal. Jetzt hast du die Steckdose zerrissen oder was? Okay, also wir haben einmal das wieder angeklemmt, Lichtschalter und so. Wir sind jetzt da, also, ne, das Kabel erkennt man ja und da ist das andere auf 48 und 51 hatten wir, glaube ich. Die waren frei. Man muss hier dann noch den lilanen, einfach hier von innen kann man das so ein bisschen rausschieben und dann kann man die da erst rein, und dann, also einstecken. Das ist noch eine zusätzliche Verriegelung. Ja, dann die wieder reinschieben. Ja, dann haben wir eben Lichtschalter wieder dran. Batterie angeklemmt. Ja, legt den Pol nicht nur drauf. Das kann, wenn er dann ein bisschen wackelt, zu Spannungsspitzen und so führen, das ist kacke. Also drauflegen, festschrauben.
So, ich mach mal Sündung. Geh nach hinten. Wir haben schon mal Licht. Das geht schon mal. Wenn man das, kann man das erkennen? Nur einigermaßen. Machen Sie mal Bremse. Bremse bremst auch. Machen Sie mal, blinken Sie mal. Blinker links. Blinker rechts. Nebelschluss. Am Lichtschalter. Muss auf Ablandlicht und dann zwei Zahlen rausziehen. Einer ist... Du musst deinen Lichtschalter in der Hand nehmen. Ja, doch, hier war das. Genau. Und dann ziehst du ganz raus. So, da sehen wir, Nebelschluss ist an. Am Auto ist sie nicht an. Das funktioniert also auch wunderbar. Das muss nämlich auch so der Fall sein. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang geht auch. Ja, funktioniert alles, würde ich sagen. Gut, die Dauerstromversorgung, die müssten wir messen. Das werden wir gleich auch mal zur Sicherheit tun. Da gehen wir aber jetzt mal davon aus, dass das funktioniert. Das heißt, im Prinzip ist das jetzt nur noch den ganzen Kladderadatsch wieder zusammenklatschen, ne? Haben wir irgendwas vergessen? Nö, das übrige Kabel, was über ist, werden wir jetzt hier in dieser Lücke verstauen. Und dann alles wieder zusammenklatschen. Da gibt es eigentlich nicht wirklich was zu beachten. Das ist nur umgekehrte Reihenfolge. Wenn ihr das alles auseinandergenommen habt, werdet ihr das wohl auch wieder zusammenkriegen. Wenn ihr sagt, das schafft ihr dann nicht, solltet ihr den ganzen Kram sowieso sein lassen. Und ja, dann würde ich jetzt mal tatsächlich endlich sagen, das war's mit diesem Video und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schrauben. Ciao.